Willkommen zurück bei Runaway A Road Adventure in der Folge 25. Nochmal ganz kurz rekapitulieren. Was haben wir in den letzten Folgen erlebt? Wir haben das Hopi-Dorf gefunden. Wir haben Gina gefunden. Sie lebt, aber sie ist verletzt. Und ja, sie hat ein gebrochenes Bein. Und wir haben sie da zu Mama Dorita gebracht. In der Zwischenzeit, oder bevor wir Gina da rausbefreit haben, waren wir noch im Hopi-Heiligtum. Da sind wir mit dem Kruzifix, das wir schon seit Anfang an hatten und wir nie gewusst haben, für was das eigentlich da ist, haben wir das Hopi-Heiligtum betreten. Da haben wir Wupuchim wieder getroffen, diesen Indianer, der uns schon einmal erschienen ist. Und der hat uns einen Finger gegeben. Diesen Finger, den wir jetzt im Inventar haben, der in Formalinglas eingelegt ist, ne? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich muss in Erfahrung bringen, wem der gehört. Dadurch bekomme ich bestimmt einen wichtigen Fingerzeig. Ja, tolle Anspielung. Aber ja, wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Und was der überhaupt in einem Hopi-Heiligtum macht. Wupuchim hat gesagt, ein Hopi-Indianer anscheinend hat diesen Finger da reingebracht. Wir waren eigentlich der Annahme, dass Ginas Vater, der ja ermordet worden ist und der auch das Kruzifix hatte, dass der den Finger da in dieses Hopi-Heiligtum gebracht hat. Anscheinend ist das nicht so. Aber trotzdem müssen wir den toten Vater von Gina befragen. Und weil das unser einziger Hinweis ist, und das kann Mama Dorita. Sie kann mit Toten sprechen. Braucht dazu aber ein Medium. Ja, ich habe fälschlicherweise in der vorigen Folge gesagt, Mama Dorita wäre ein Medium. Das ist nicht ganz richtig. Mama Dorita nimmt mit Toten Kontakt auf, braucht dazu aber ein Medium. Ja? Das heißt, ein Medium ist quasi ein Sprachrohr zum Toten. Ja? Durch dieses Medium, es ist eine Person, durch diese Person spricht dieser Tote dann. Und wer das machen wird, das wissen wir noch nicht. Anscheinend kann es Brian machen, nur hat Mama Dorita gesagt, nein, du kannst das nicht machen. Ja, sie hat ihm in die Augen geschaut und hat gesagt, du bist noch nicht bereit dafür. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas finden, dass wir bereit sind oder das uns bereit macht, als Medium zu dienen. Und während Oscar sich da an den Juwelen kratzt, überlege ich gerade, sollen wir jetzt nochmal zur Mama Dorita hineingehen? Nein, ich glaube, wir werden jetzt einmal in die Stadt gehen und schauen, ob wir irgendwas finden, das uns dazu berechtigt, ein Medium zu werden. Und ich glaube, es geht um den Zustand. Wir müssen uns in einen Zustand versetzen, der uns das erlaubt. Und wer könnte für veränderte Zustände zuständig sein? Naja, da gibt es ja diesen einen Hippie. Oscar bezeichnet den als Hippie. Es ist Rutger, den wir noch nicht getroffen haben, der da im Saloon residiert und seine Hanfzucht hat. Wer soll sich da besser auskennen als er? Jetzt schauen wir mal, vielleicht ist er schon da. Wir haben ein neues Kapitel gestartet. Musik. Und ja, wenn er nicht da ist, müssen wir fragen, wo der sein könnte. Aber ich kann mir gut vorstellen, der ist da. Das muss wohl dieser Rutger sein. Ja. Mit seinen Trommeln. Bongos. Hallo, Rutger, nicht wahr? Ja, Bruder. Und du bist Brian, klar. Saturn hat mir von dir erzählt. Übrigens, ich finde den Helm, den du ihm geschenkt hast, super. Hast du nicht noch einen für mich? Es tut mir leid, ich hatte nur den einen. Tja, da kann man nichts machen. Falls du irgendwann zu einem anderen kommst, denke an mich. Das mache ich. Mann, das ist echt nett, Kollege. Also eher ein Raster als ein Hippie, oder? Ich kenne mich mit beiden nicht so aus. Aber Hippie ist, glaube ich, auch schon damals in der Zeit, ja, Anfang 2000, nicht mehr so ganz aktuell gewesen, ne? Eher ein Relikt aus den 60ern. Gut, was kann der uns erzählen? Der kann uns ziemlich viel erzählen. Wir wollen ja was wissen, genau. Wie wir in Trance fallen können. Ich habe überlegt, kennst du irgendeine Pflanze, die mir helfen kann, in Trance zu fallen? In Trance zu fallen? Du meinst, um dich high zu machen. No. Hey Mann, klar weiß ich etwas darüber. Glaubst du, dass du etwas für mich zubereiten kannst? Glaube ich das? Ja, schon. Hey, sieh mal. Ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, wie die Sachen hier laufen, Baby. Ja. Ich muss dir also etwas als Gegenleistung geben. Das ist es, nicht wahr? Du sagst es. Und woran hast du gedacht? Ich weiß nicht. Ich brauche nichts Konkretes. Etwas, das für mich von Wert sein kann. Du weißt schon. Nicht so ganz. Keine Ahnung, was für dich von Wert sein kann. Außer Geld, aber Geld haben wir sowieso nicht. Das wollen die auch nicht. Na gut, schauen wir mal weiter. Das, was du gespielt hast, hört sich so gut an. Hör mal, was du gespielt hast, hörte sich richtig gut an. Hat es dir gefallen?
Es entspannt mich ungemein, Bongos zu spielen. Das ist mein Hobby, weißt du? Auf jeden Fall coole Reggae-Musik auch im Hintergrund. Das Treibhaus, ne? Diese Hanfzucht, glaube ich. Das, ja. Das Treibhaus, das du hier eingerichtet hast, ist der helle Wahnsinn. Danke, Kumpel. Die Pflanzen sind mein Leben. Echt? Wollen Sie Ihr Augenmerk bitte hierüber richten? Hier in diesem Teil habe ich vor allem afrikanische Arten. Weißt du warum? Mann, weil Afrika die Mutter des Lebens ist. Aha. Afrika ist die Mutter des Lebens. Ah ja, die Rastafari-Religion. Könntest du mir erklären, was die Rastafari-Religion genau bedeutet? Nein. Okay. Na gut, viel mehr kann uns leider nicht sagen. Ich muss weiter, Rutger. Bis bald. Wir sehen uns. Schade, man kann sich jetzt dann nicht weiter umsehen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen, was da alles sich befindet. Aber warte mal, ich gehe nochmal hin. Hallo, Rutger. Ja, ja. Hey, Mann, wie geht's? Ja, gut. Jetzt können wir das alles nochmal. Aber ich wollte nur kurz schauen. Der hat da einen Plattenspieler, glaube ich, ist das, wenn ich das so halbwegs erkennen kann. Mit Platten. Dann, das sind lauter, ich würde sagen, Flaschen mit alkoholischen Getränken. Mit Korken drauf. Das erkenne ich da leider nicht, weil es zu dunkel ist. Da ist auch sowieso die Facecam drüber, ist aber nichts Interessantes. Das ist ein Schrank, da ist auch nur irgendwas drauf. Und das ist auch eine Wasserpfeife. Die haben wir schon einmal festgestellt oder schon einmal bemerkt. Das kann nur eine Wasserpfeife sein. Eine sogenannte Bong. Das ist eine Kerze oder irgendwas. Ich kann das nicht genau erkennen. Und da stehen halt auch ein paar Sachen herum. Auch Flaschen. Eine Flasche ist das. Das dürfte so ein Sitzsack sein. Aus Stoff gefüllt oder mit irgendwas gefüllt. Das auch. Und das sind halt die Bongos. Und da hinten ist diese, ich weiß nicht, das ist nicht die Jamaika-Flagge, nehme ich an. Es schaut zwar so ähnlich aus, aber ich glaube nicht, dass das die Originale ist. Okay, na gut, das war's dann schon wieder. Ich muss weiter. Bis bald. Wir sehen. Wollte mich nur kurz umschauen. Wollte mal sehen, ob man da irgendwas vielleicht erkennen kann. Ausbilden können wir sowieso nichts. Da gibt's leider nichts. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwas finden, was ihm als Gegenleistung für dieses Dings, was wir dann bekommen, was uns ins Traus fallen soll. Oder ins Traus übergehen soll. Er braucht irgendeine Gegenleistung dafür, aber wir haben leider nichts. Natürlich haben wir was. Wir haben den Tomahawk. Das ist ja eine Axtpfeife, ne? Eine Axtpfeife? So etwas habe ich noch nicht gesehen. Wer hat da wohl mit wem die Friedenspfeife geraucht? Okay, ich glaube, das. Ja, schon gut. Ich glaube, das könnte Rutger tatsächlich gerne haben wollen. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das kann etwas bewirken. Bewirken? Ja, wenn man es raucht schon. Hey, Mann, wie geht es dir? Ich habe da etwas, das dich interessieren könnte. Lass sehen. Eine Pfeife. Kumpel, das ist eine Hopi-Axtpfeife. Ja. Wahnsinn. Ich freue mich, dass sie dir gefällt. Ist das ein Deal? Wie vereinbart? Du bekommst die Pfeife im Tausch dafür, dass du alles für mich vorbereitest. Abgemacht. Tja, er probiert es auch gleich aus, ne? Was ein Stein, es ist ein Feuerzeug, kein Streichholz. Ja, der ist gut ausgerüstet, der Rutger. Das ist echt Sahne, Kumpel. Komm schon, Baby, mach einen kleinen Zug. Nein, danke. Ich rauche nicht. Hör mal, wolltest du nicht etwas, das dich high macht? Ja. Ja, aber. Das wird dir dazu verhelfen. Mm. Und jetzt rauche. In Ordnung. Der probiert's wirklich. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, was da drinnen ist. Aber wohl etwas aus seiner Hanfzucht. Ich bin nicht daran gewöhnt, also wird Einzug wohl ausreichen. Mir ist schwindelig. Ich muss jetzt sofort gehen. Ja. Ich glaube, dass ich schon bereit bin, als Medium zu dienen. Mal sehen. Zeig mir deine Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Nein, es ist schon besser, aber nicht gut genug. Na toll. Ich sehe, dass du über eine höhere geistige Bereitschaft verfügst, um in Trance zu fallen und die nötige Bewusstseinsebene zu erreichen. Aber du bist noch nicht so weit. Okay, also muss man noch was anderes finden. Also muss man nochmal zu Rutger und ihm sagen, wir brauchen was Stärkeres oder was anderes. Gut, das haben wir alles schon, haben wir dann schon gesprochen damit, ne? Haben wir das schon mal gefragt? Wie kam es dazu, dass Oscar für dich arbeitet? Wie kam es dazu, dass Oscar für dich arbeitet? Über Oscars früheres Leben darf ich dir nichts erzählen.
Es geht nur ihn etwas an. Und nur er darf dir, wenn er es möchte, davon erzählen. Ich kann dir nur so viel sagen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein Mann ohne Lebensziel. Er wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen, weil ich die Reinheit der Seele dieses Riesen erkannte. Deswegen ist er sehr dankbar und besteht nun darauf, bei mir zu bleiben. Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er mich vergessen soll und sein Leben weiterführen muss. Aber er meint, seine Lebensaufgabe sei jetzt, bei mir zu bleiben und mir zu dienen, so gut er kann. Aha, ja, keine Ahnung, was der früher gemacht hat. Ich hätte auch gesagt, er war Türsteher oder so, aber es hört sich schon ein bisschen krimineller an, muss man sagen. Aber muss er wenn dann selber sagen. Gut, wollen wir Gina sehen, wenn wir schon da sind? Ich glaube, da haben wir jetzt auch alles. Schauen wir nochmal kurz. Gina sehen. Geh hinein, du weißt ja, wo sie ist. Geh hinein. Ja, schauen wir mal, was sie noch sagt. Aber im Prinzip... Hallo Gina. Hallo Gina. Brian. Hast du schon mit Mama Dorita über dein Vorhaben gesprochen? Ja, sie wird uns helfen. Ich muss nur ein Medium auftreiben. Dann kann die spiritistische Sitzung stattfinden. Aber schließlich ist das jetzt... Jetzt können wir wenigstens mal mit Gina reden. Das ganze Spiel über geht es nur eigentlich um Gina. Und wir haben sie aber noch nie im Spiel selber... haben wir nie mit ihr interagieren können. Jetzt können wir das erste Mal mit Gina interagieren, nach so vielen Stunden Spielzeit. Ne? Aber ich glaube... Jetzt, ich muss das Thema... Wir können... nicht mehr machen, als sie zu fragen, wie es ihr geht. Wie geht es dir? Es wird von Mal zu Mal besser. Ich muss zugeben, dass Mama Dorita weiß, was sie tut. Okay. Und das war's auch schon wieder. Viel mehr haben wir da eh nicht zum Sagen. Auch interessant, wie das hier, dieser Keller so aufgebaut ist. Das ist ein Schlafzimmer anscheinend. Da hängt auch ein Skelett an einem Kreuz. Das ist auch sehr interessant. Das sieht man, das ist ein Indianer, den Kopf ist ein bisschen durch die Facecam jetzt abgeschnitten. Das sind lauter von Indianerpfeilen oder von Pfeilen durchtrennte Figuren. Hm? Was auch immer das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Das ist lauter so Voodoo-Krams, oder? Könnte das sein? Das ist auch ein Kerzenhalter quasi, ein Totenkopf, Streichhölzer. Und einfach nur ein Bett mit Kreuz. Aber trotzdem ist sie anscheinend sehr religiös. Christlich-religiös nehme ich an, wenn das Kreuz da so ist. Ich kenne mich mit Religionen jetzt auch nicht so aus, aber überall Kreuze. Da ein Spiegel mit Waschbecken. Ja, und das war's auch schon. Wieder. Dann gehen wir wieder. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich muss das Thema Medium abhaken. Ich verstehe. Oh Mann, ich hasse es, hierbleiben zu müssen und dir nicht helfen zu können. Du musst nur an eines denken. Dich so bald wie möglich zu erholen. Bis bald. Sei vorsichtig. Bis bald. Tschüss. Gut, dann ja, bleibt unsere einzige Aufgabe, uns in einen Zustand der Trance zu versetzen. Müssen wir nochmal mit Rutger reden. Können wir nochmal Oscar fragen über sein früheres Leben? Was? Was? Was hast du gemacht, bevor du bei Mama Dorita gearbeitet hast? Was hast du gemacht, bevor du bei Mama Dorita gearbeitet hast? Ich mag mich nicht an mein altes Leben erinnern. Ich kann dir nur sagen, dass ich auf viele Dinge, die ich getan habe, nicht gerade stolz bin. Zum Glück trat Mama Dorita in mein Leben, gab ihm einen Sinn und sorgte für Licht im Dunkel. In meinem neuen Leben habe ich jetzt keine andere Aufgabe, als Mama Dorita zu dienen. Na schön, wenn er das machen möchte, dann ist das ja eine schöne Erfüllung. Gut, dann gehen wir wieder. Ach nichts. Okay. Jetzt da irgendwas mit der Leiter machen, jetzt wo wir ja Eintritt im Haus haben? Ich möchte nicht riskieren, dass Oscar mich erwischt, während ich versuche, in das Haus einzudringen. Wir dürfen ja jetzt eigentlich eh offiziell reingehen, ne? Naja, egal. Gut, dann gehen wir wieder zu Rutger. Nach Douglas Will, ups. In den Saloon. Und fragen wir, ob Rutger vielleicht doch noch was anderes zusammenbrauen kann, ne? Der Dorfdruide Rutger. Der Dorfdruide von Douglas Will. Vielleicht hat er noch was anderes als Cannabis. Auch wenn es nicht so ausschaut. Hallo Rutger. Hey Mann, wie geht es dir? Gut, Mann. Hast du noch was anderes, was du uns geben kannst? Ja. Was du in die Pfeife getan hast, hat leider nicht gewirkt. Ich brauche etwas Stärkeres. Stärker? Wie?
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, was du brauchst. Yo, Mann, ich habe gerade neulich einige Rezepte von indianischen Schamanen studiert. Ey, es gibt ein bestimmtes Rezept, das die Hopi-Schamanen zubereiten. Hast du schon mal von den Hopi-Indianern gehört? Ja, ich habe davon etwas gehört. Yeah. Laut dem, was ich gehört habe, schufen die Hopi-Schamanen ein Gebräu, das einer richtigen Bombe glich. Ey, mit dem Schamanengebräu halfen die Hopi ihrem Geist, den Körper zu verlassen. Auf diese Weise konnten sie dem großen Geist Kichimani-Tu nahe kommen. Genau das brauche ich. Kannst du es für mich zubereiten? Ich fürchte, nein. Ey Mann, ich habe alle nötigen Zutaten, außer einer der allerwichtigsten. Der Javaske. Javaske? Eine Erbsenart. Sie reift in der Fruchthülse einer Pflanze aus diesem Gebiet. Weißt du, das Problem ist, dass ich sie bis jetzt nicht gefunden habe. Obwohl ich die letzten Wochen fast die ganze Region abgesucht habe. Es scheint, dass diese einzigartige Pflanze nur auf dem heiligen Hopi-Land wächst. Ich verstehe. Weißt du, wie die Javaskel aussieht? Oh, ich habe einige Bilder gesehen, hey. Die Javaskel-Früchte sehen aus wie narbige, dunkelrote Erbsen. Ja, ich habe das Thema eingehend studiert. Und obwohl ich die Erbsen nie in Natura gesehen habe, bin ich mir sicher, dass ich sie identifizieren kann, sobald ich sie vor Augen habe. Aha. Sehr interessant, Rutger. Ich muss jetzt aber gehen. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Einverstanden, Bruder. Jo, Bruder, ich glaube, das trifft sich ziemlich gut, Bruder, weil... Brian überlegt. Noch habe ich den Zweig, den ich vor dem Hopi-Heiligtum abgebrochen habe. Genau. Und wenn ich ihn mir so anschaue, hängen da noch einige Schoten dran. Ja, das nenne ich Glück. Ich wette, dass die Pflanze, von der ich den Zweig abbrach, genau die ist, von der Rutger gesprochen hat. Ich werde die Schoten vom Zweig abbrechen. Okay, ich wollte das jetzt alles. Jetzt muss ich sie machen. Öffnen und sehen, ob wir im Inneren die berühmten Erbsen finden. Sie sind unglaublich hart. Es ist unmöglich, sie mit bloßen Händen zu öffnen. Ich muss etwas finden, womit ich sie öffnen kann. Jetzt hat mir Brian das alles schon vorweggenommen. Ich dachte, ich wäre zu intelligent und hab das schon, kann das so schön kombinieren, dass wir ja schon den Zweig haben mit den Schoten, aber jetzt macht das alles selber. Okay, das heißt, wir haben das schon, nur wir können sie anscheinend nicht öffnen. Sieht aus, als seien das die Javaskel-Erbsen, die Rutger braucht. Aber zum Öffnen haben wir dann, wenn das nicht so mit der Hand aufgeht. Warum sollte ich das tun? Weil man es mit dem Schlüssel vielleicht... Naja, egal. Also braucht man noch ein Werkzeug dafür anscheinend, aber vielleicht können wir nochmal Rutger fragen. Das funktioniert nicht. Scheint nicht. Das halte ich... Können wir ihn ansprechen nochmal drauf, vielleicht weiß er eher, wie man diese Erbsen aufkriegt. Hallo Rutger. Hey Mann, wie geht es dir? Wie macht man das? Okay, das geht dann nicht. Ich dachte, wir sehen uns, Mann. Ich dachte, erinnert mich ein bisschen an die Trolle von World of Warcraft übrigens, dieser Rutger. Aber, ja, schauen wir nochmal in die Gerätekammer, wenn wir das nicht aufbekommen und Rutger uns auch nicht dabei helfen kann anscheinend. Oder Brian nicht darauf kommt, dass Rutger das wissen könnte. Mist, da ist auch nichts drin. Okay. Vielleicht kann die Karnivore diese Schoten öffnen. Das hätte wenig Sinn. Dann schauen wir mal rauf zu Saturn, weil der hat da eine schöne Werkzeugbank hängen. Also so ein Werkzeugschrank. Oh, was hat denn Saturn derweil in der Zwischenzeit Schönes kreiert? Das schaut doch aus wie ein Alien, hä? Das hat er wahrscheinlich mit seiner telepathischen Eingebung, mit seinem tollen Hut... Hat er das entworfen, nehme ich an. Hallo Saturn, wie funktioniert der ideenbringende Helm? Hallo Bibi, der Helm ist sehr gut, richtig großartig. Das einzig Dumme ist, dass der große Dosiqua... Wer, bitte? Die Statue, die ich an den Kran gehängt hatte. Ah. Jedenfalls ist sie verschwunden. Du weißt nichts darüber, oder? Nö. Nein? Keine Ahnung? Das ist ja seltsam. Ja, ich hoffe, es ist einer von Rutgers Witzen. Obwohl er schwört, dass er nichts darüber weiß. Statuen verschwinden einfach mal so. Bestimmt taucht sie wieder auf. Das hoffe ich. Gut. Es ist halt so. Statuen verschwinden halt manchmal einfach so. Ne? Ah, ich sehe, dass du an einer Steinskulptur arbeitest. Ich sehe, dass du jetzt an einer Steinskulptur arbeitest. Ja, ich kann dir nicht sagen, was ich genau tue, aber ich fühle eine sehr starke Inspiration. Ah, ja.
Ja, jetzt brauchst du den Helm eh nicht mehr, oder? Wenn du deine Inspiration wiedergewonnen hast, könntest du mir doch den ideenbringenden Helm zurückgeben, oder? Dir den ideenbringenden Helm zurückgeben? Auf gar keinen Fall. Abgemacht ist abgemacht. Ein Deal ist ein Deal. Na, okay. Na gut. Wir reden später, Saturn. Bis bald. Ciao. Ciao. Saturn, hä? Kevin Saturn, KS. Können wir den vielleicht fragen, wie diese Schoten aufgehen? Das bringt nichts. Okay. Da haben wir diese Werkzeugwand. Nicht Bank, sondern Wand. Und da gibt es ja sicher ein Werkzeug, das man benutzen kann, um diese Javaskeln aufzubekommen, oder? Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Irgendeins wird schon dabei sein, hä? Das bringt nichts. Mist. Naja, dann wird's schwierig. Ich dachte, es gäbe schon ein Werkzeug, damit wir das aufbekommen. Gibt's nicht mal einen Hinweis, wie wir diese blöden Schoten da aufbekommen? Sieht aus, als seien das die Javaskelerbsen, die Rutger braucht. Ja, aber wie macht man die auf? Das ist jetzt wirklich blöd. Der große Dossikua. Ne, das ist die Statue, die fehlt. Die haben wir ja zur Bank geschossen. Und die werden wir wahrscheinlich da nicht mehr so schnell herausbekommen. Gut. Haben wir da noch irgendwas Neues vielleicht? Katapult. Eher weniger. Tja, dann ist blöd, ne? Auch aus diesem bodenlosen Fass der Gerätekammer findet man leider nichts, wo wir die Schoten damit aufmachen könnten. Gut, haben wir sonst noch irgendwelche Aufgaben, die wir machen könnten? Eigentlich nicht. Wir müssen jetzt nur in Trance fallen. Und dementsprechend, ne? Gibt's da was Neues? Vielleicht, wir sind ja in einem neuen Kapitel. Wir befinden uns aber immer noch in der alten Stadt. Eigentlich im alten Gebiet. Also wir haben kein neues Gebiet erforscht. Das bleibt auch wahrscheinlich so. Vielleicht können wir Oscar fragen, ob der diese blöden Schoten aufkriegt. Der ist ja so stark und kann ganze Felsen bewegen. Das bringt nichts. Nein, aber diese Schoten interessieren ihn auch nicht. Hör auf, dich da an deinen Juwelen zu kratzen. Nein. Mama Dorita vielleicht? Ich muss mit Mama Dorita sprechen. Gut. Komm rein. Das Symbol da unten auf dem Schild? Weiß ich auch noch nicht, was das sein soll. Mama Dorita. Hallo Mama Dorita. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Brian. Ja. Was brauchst du von Mama Dorita? Kannst du diese blöden Schoten aufmachen? Ich will nicht weiter. Geh mit Gott. Geh mit Gott, Brian, aber geh. Ja, dann, Dann ist die Folge auch gleich wieder zu Ende, leider. Und ich dachte, wir könnten diese Schoten... Ich dachte, wir könnten jetzt mit dem Toten reden. Aber wir kriegen diese blöden Schoten nicht auf. Davon halte ich nichts. Wenn wir da jetzt Gegenstände untereinander kombinieren... Was soll ich denn damit? Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich glaube, das wäre nicht... Zum Krater... Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Ne? Was zum... Ich kann es nicht glauben. Joshuas gesamte Sachen sind verschwunden. Ich versuche gar nicht erst, es zu verstehen. Dieser Ort beginnt mir mehr als Respekt einzuflößen. Ich verschwinde auf der Stelle von hier. Von jetzt an werde ich versuchen, mich von ihr fernzuhalten. Okay, dann dürfen wir da jetzt auch nicht mehr her. Krater. Jetzt ist das Zelt auch weg. Der Joshua wieder zurückgekehrt. Der Sack, ne? Nein, ich glaube nicht, dass es mir etwas bringt, auf demselben Weg zurückzukehren. Und ich denke gar nicht daran, nochmal durch das Bergwerk zu stapfen. Okay, das heißt, wir können auch gar nicht mehr zum Bergwerk. Das heißt, Krater und Bergwerk sind für uns verschwunden. Dann würde ich sagen, ich werde diese Folge mal beenden. Wir schauen uns in der nächsten Folge an, wie wir diese verdammten Javaskel-Erbsen aufbekommen. Irgendwas muss es ja geben. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie müssen wir diese verdammten Erbsen aufbekommen, wir wissen aber noch nicht wie. Das werden wir sich hoffentlich in der nächsten Folge anschauen. Unterhalb seht ihr Videovorschläge, da könnt ihr euch zum Beispiel Alice Madness Returns anschauen. Und wenn ihr auf mein Profilbild klickt, dann könnt ihr mich abonnieren und ihr seht meine Videos in eurer Abo-Box. Bis zur nächsten Folge.